Hallo wieder zu Transnutz und Transportfieber und ja, wenn man das so danke. So, wir sind wieder pleite und müssen jetzt wieder auf Kohle warten. Damit wir Kohle an Nikola Tesla liefern können. Thomas Edison hegt düstere Pläne, um das Wechselstromsystem von Westinghouse in der Öffentlichkeit zu diskreditieren. Gerüchten zufolge soll ein gewisser Harold Brown in einem geheimen Labor irgendwo in Pittsburgh obskure Experimente durchführen, um den Wechselstrom in Verruf zu bringen. Vielleicht wissen die Bewohner mehr. Ja, da war eine ziemlich große Schmutzkampagne. Da wurde praktisch auch mit elektrischen Strom und so weiter. Nicht elektrischen Strom. Elektrischer Strom ist ja klar. Aber mit elektrischen Stühlen und so. Und wurde vorgeschlagen, dass Benutzen von elektrischen Stühlen Westinghouse genannt werden sollte. Gut, brauche ich dann nur noch genug Kohle für... Eine Anwohnerin hat von einer Menschenansammlung berichtet, in deren Mitte Dr. Brown gestanden und streunende Hunde mit Wechselstrom getötet habe, um dessen Gefährlichkeit unter Beweis zu stellen. Die meisten streunenden Hunde soll es in Southside geben. Ja, das war die Sache mit den Umbringen von Tieren. Wow. Kaufen. Na, das sollte wieder ein bisschen Kohle geben. Naja. So, klicken wir mal in der Zeit auf Stinks. Der teuflische Dr. Brown wird immer dreister. Nun soll er an einem Stuhl arbeiten, der Menschen mittels Stromstößen tötet. Da hilft nur ein Sabotageakt. Sein Labor muss zerstört werden. Es heißt, es liege am nördlichen Ufer des Flusses. Nördlichen Ufer des Flusses, oi. Ach, da muss ich ganz schön viel äußern. Erledigen. Nee, das war's nicht. Okay. Ach, warte mal.
So, da haben wir das ja geschafft, was wir da tun sollten. Züge kaufen, 1, 2, 3. Ne, 2 reichen. So. Also neue Linie. Tesla. Und die geht von da nach da. Stimmt, da müssen wir ab eine so rum. Da kommt ja wieder Geld. So, okay, was will Southside? Große Teile der Bevölkerung fürchten sich noch immer vor dem elektrischen Strom. Wir müssen die Leute davon überzeugen, dass die Elektrizität keine Gefahr, sondern ein Segen für die Menschheit ist. Zum Beispiel, indem wir ihnen ein neuartiges Transportmittel zur Verfügung stellen, das schon bald alle begeistern wird. Baue eine Straßenbahnlinie ins Pittsburgh Southside und sorge dafür, dass möglichst viele Personen zu benutzen. Ja. Ach. Da bauen wir doch die gleich. Tramgleis. Steigung zu groß, okay, das war dann mit dem Plan, dass ich praktisch Steigung zu groß. Schade. Ja, bauen wir dann eben so. Ach ja. Dann bauen wir da das Depot. Nicht Dings, sondern Dumbums und Tralala. So.
Das Produktionsvolumen entwickelt sich erfreulich. Allerdings gibt es ein kleines Problem. Die Beschäftigten in der Fabrik unseres Freundes haben ihre Arbeit niedergelegt und weigern sich, auch nur einen Finger krumm zu machen, solange ihre Forderungen nicht erfüllt sind. Sie verlangen nach höheren Löhnen, kürzeren Arbeitszeiten und besseren Sicherheitsvorkehrungen. Was tut man in einem solchen Fall? So, man gibt denen nach, weil man ansieht, jo, Jungs, ihr habt recht. So. Linie zu weisen. Neue Linie. Tram P. Sauce. South. So. Nur kaum zu lassen. Tram South. Oh. Das geht trotzdem wieder. Oh, wir haben fast 1 Million. Wow. Medaillen über's. Das schaffe ich wohl nicht, über Schitte oder. Naja, alles werden wir wohl nicht schaffen. Oh, doch, die Westinghouse-Dings da. Die Werke-Mission. Yippie. Aber vor. Mit dem Strom, das schaffe ich wohl nicht mehr. Ich will jetzt bitte. Aber das mit den Missionen, da finde ich gar nicht so.
und Kuh. Nee. Obwohl. Ach komm, machen wir das. Da will ich wenigstens 6 dranhängen. Hier. 5, 6. Hier auswählen. Tesla. Da muss ich aber die Tesla-Bahn hier etwas umändern. Ja, jetzt haben wir wieder alles geliehen, was wir hatten. Nur für die Erweiterung der Tesla-Bahn. So, Signale. So viele Signale bräuchte man überhaupt nicht, aber nee, es ist Signale so cool. So. Ach komm, fahren wir mal mit der Tesla-Bahn mit.
zweite Personenzug. Dieser Notzeweicher. Der kleine Zug gerade. So, das Abladen. Oh, da ist ja richtig Verkehr jetzt gerade gewesen. So, noch eine Lieferung Kohle für Nikola Tesla wird gepfiffen. Oh, wow. Na komm. Ach ja. Bin ja schon bei der schnellsten Geschwindigkeit. Noch schneller kann ich nicht machen. Aber wir haben viel Kohle, die wir zurück sein können. Beim wirklichen Spiel würde ich jetzt die ganze Versorgung etwas optimieren. Ah, fahren wir mal wieder hier so mit.
ist er da. So, 7, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Heureka! Die Bevölkerung Pittsburghs scheint endlich von der Idee des Wechselstroms überzeugt zu sein. Und es gibt noch mehr gute Neuigkeiten. An den Niagara-Fällen soll bald ein Wasserkraftwerk Strom produzieren und die Betriebsgesellschaft ist auf der Suche nach jenem Mann, der dieses Kraftwerk zu bauen vermag. Das kann nur einer sein. Wenn es George Westinghouse gelingt, seinen Absatz noch ein klein wenig zu steigern, wird er den Zuschlag erhalten und damit endgültig den Sieg im Stromkrieg davontragen. Während wir die Beteiligungen an seinem Unternehmen davontragen, die einiges an Wert gewonnen haben. Na gut, der Zug ist einfach viel zu klein, naja. Details. So, müsste einfach größer werden, aber geht ja nicht wirklich. Da müssen wir mal langsam werden. Warten, bis er da drüber ist. Unterwegs ins Depot. Kaufen. Linie zuweisen, eine Herz. Ach, es gibt ja doch die eine Werkzeugkiste.
So. So, dann sollte... da mal in Schwung kommen. Jetzt habe ich da viel zu viel Dings. Okay. Wo ist da? Ja. Ja. Also so will ich das machen. Aha, Dampfplatzwagen gibt es.
fahren wir hier mal wieder mit. Ach, das dauert noch ein bisschen. Fünf Komma Dings Millionen. Ach, jetzt gerade einen neuen Zug gebaut und hier kommt der neue Rungewagen. Das ist wieder mal Timing hier vom Spiel. Ach ja. Die Pferdekutschen werden alt.
Tesla zu wenig Strom. Das ist übel. Details. Jo, das schaffen wir. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tada! Voller Erfolg! Ganz Pittsburgh ist elektrifiziert. Der Siegeszug des Wechselstroms ist nicht mehr aufzuhalten. Der Stromkrieg ist gewonnen. Yippie! Dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.